Ja, herzlich willkommen bei Steinzeit TV. Und liebe Zuschauer, wenn Sie sich jetzt gerade Fragen machen und Gedanken machen über Ihren Carbon Footprint, über Ihren Abdruck des CO2, den Sie auf der Welt hinterlassen, dann dürfte Sie dieses Gespräch auf jeden Fall interessieren. Bei mir zu Gast ist ein Experte für Klima. Ich darf herzlich begrüßen den Professor Werner Kirstein. Herr Kirstein, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Sie sind eigentlich kein Klimaexperte in dem Sinn von Ihrer Profession her. Sie sind schon im Ruhestand. Ihr akademisches Leben haben Sie in der Geografie verbracht. Sie waren Spezialist für Kartenerkundung, Geografie, Ihr großes Thema. Seit wann haben Sie denn jetzt diese Klimaberechnungen, das Klimathema insgesamt schon auf Ihrem Schirm? Tja, das Thema Klima ist bei mir von Anfang an im Studium schon auf dem Schirm. Also bevor diese ganze Sache mit Klimakatastrophe und Klimawandel kam, ich habe Ende der 70er Jahre mein Studium abgeschlossen, habe 1980 dann promoviert und in Mitte der 80er Jahre ging es dann los, nachdem ich jetzt die Promotion hinter mir hatte, sagte ich, jetzt bist du, ne, promovierter Klimageograf. Und dann nach ein paar Jahren dachte ich, was jetzt, läuft denn jetzt ab? Dann kam das eben mit dem CO2, das steigt ständig an und dass die Temperatur damit im Zusammenhang, im kausalen Zusammenhang damit stehen sollte. Ja, da habe ich mich erstmal nicht mehr wiedererkannt nach meinen bisherigen Arbeiten. Und dann, naja, dann hat sich das so entwickelt, dass diese Klima, sage ich mal, Katastrophe immer stärker forciert wurde. Und ja, jeder kennt heute die Klimakatastrophe und Klimawandel. Es ist erstaunlich, dass es bis zu jedem einzelnen Bürger sozusagen durchgedrungen ist. Das ist schon enorme Presse, die da gemacht wurde. Wenn ich so zurückblicke, dann hat bei mir im Fokus das Thema Klima so richtig Fahrt aufgenommen mit dem Film Eine unbequeme Wahrheit, den der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al Gore mit initiiert hat. Er war ja auch mehr oder weniger die Hauptperson, um die sich dieser Film gedreht hat. Man sieht, wie wichtig gewissen Kreisen dieser Film war, alleine an der Dotierung mit den Preisen. Zum einen hat der Film einen Oscar bekommen im Jahr 2007 als bester Dokumentarfilm. Das ist schon mal eine große Auszeichnung. Und zum anderen hat man dann später den Al Gore mit einem Nobelpreis bedacht. Ich denke, das war sogar der Friedensnobelpreis in dem Jahr. Also dass der Weltklimarat in Personalunion von dem Herrn Rajendra Pachauri und der Herr Al Gore, erinnere ich mich, dass die da in Stockholm waren und da den Nobelpreis bekommen haben. Stockholm, ist das richtig? Ja, ich Ich glaube glaube, ja. ja. Ich verwechsle immer Schweden und Norwegen, da gibt es immer. Ja, der Friedensnobelpreis wird nie am gleichen Ort Können wir noch vergeben. recherchieren, können wir nachlegen, ja. Wir wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall, dieser Film wurde medial sehr hoch gelobt. Es gibt in deutschen Schulen 1000 DVDs, die verteilt worden sind. Für die Kinder ist das Pflichtprogramm. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es da einen gewissen wissenschaftlichen Diskurs gibt. Auf der einen Seite haben wir von den Medien oder vielmehr von der offiziellen Lehrmeinung den wissenschaftlichen Diskurs für beendet erklärt. So nach dem Motto, die Debatte ist beendet. Wir haben jetzt die Fakten auf dem Tisch. Und es gibt immer wieder wissenschaftliche Dissidenten, wenn ich sie mal so nett bezeichnen darf, und das ist zwar wohlwollend gemeint, die sagen, Moment mal, hier wird verwechselt, wer war zuerst da, Henne oder Ei. Und was ist denn jetzt das Besondere an diesem Film von Al Gore? Kann man das an einem gewissen Punkt festmachen, dass der da komplett falsch liegt? Meine, der Film ist, das hat auch Fred Singer bestätigt, der einer der bekannten Gegner ist des IPCC. Den Film hat mit Al Gore selber gesprochen, die kennen sich offenbar sehr gut. Also den Film hat er gut gemacht. Nur leider entspricht es nicht der Wahrheit. Aber ansonsten Film gut. Film ist super, ja. Es gibt ja da diese wirklich prägnante Szene von diesem Film, wo Al Gore auf einer großen Projektionsfläche, so groß wie unsere Studiowand hier, eine Grafik darstellt, wie quasi im Laufe der Jahrtausende der CO2-Spiegel in unserer Atmosphäre mehr oder weniger gleich blieb. Und dann plötzlich mit dem Zeitalter der Industrialisierung schießt diese Kurve quasi exorbitant nach oben. Und damit man eben einen schönen Filmeffekt hat, hat er da so einen Hubwagen bekommen und ist mit diesem Hubwagen hochgefahren, 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 Gelächter im Publikum und hat natürlich damit zeigen wollen, wie brisant diese Situation ist, weil er dann gesagt hat, der Unterschied von hier nach da ist ein Kilometer Eis auf unseren Köpfen. Und also ein unglaubliches demagogisches Machwerk schon. Und ich finde es jetzt wirklich toll, dass ich mit Ihnen die Gelegenheit habe, mit einem Experten in Sachen Klima die ganzen Sachen mal aufzudröseln und das Ganze mal auf die Beine zu stellen, was denn eigentlich hier Sache ist. Also Sie haben gesagt, vor 30 Jahren haben Sie, oder schon in den 80er Jahren haben Sie das Thema schon auf dem Schirm gehabt. Sie haben mir vorhin eine Grafik
Grafik gezeigt, wo der Kölner Dom im Wasser steht. Ja, ja? Genau. Haben wir das zufällig da? Das haben wir da, ja, genau. Das ist das da, das genau, ja, das war das. Das ist der Spiegel von 1986, irgendeine Wochenausgabe. Die Klimakatastrophe bahnt sich an und zwar so brisant, dass quasi der Kölner Dom dann schon unter Wasser steht. Das würde ja bedeuten, von Hamburg bis an die Rheinebene ja. Ist ja dann alles schon unter Wasser. Ich meine, das wissen die selber auch, dass es übertrieben ist. Aber dieser Journalismus sagt ja auch, so ein bestimmter Journalismus sagt, wir müssen übertreiben, sonst hört keiner hin. Mhm. Ja, also das war denen auch schon klar, dass das nicht Realität ist. Aber solche Drohgespenster, ne, Angst machen unter den Leuten, das kommt besser an, als wenn man das so, naja, so erwärmt sich ein bisschen. Das interessiert dann niemanden. Was war denn der Beginn dieser Kampagne, möchte ich jetzt mal sagen, damals? Was hat man dann den Menschen so stückchenweise gegeben, damit man sagen kann, okay, hier bahnt sich eine Situation an, die, wir verlieren die Kontrolle langsam? Also der Spiegel hat angefangen, also die Grundlage, warum der Spiegel das geschrieben hat, war die Mauna Loa-Kurve. Das ist also der steigende Kohlendioxidgehalt, der von 1958 an gemessen wurde. Und zwar bei einem Vulkan auf Hawaii. Ja. Mauna Loa. Genau, das war ja, der Chemiker, Atmosphärenchemiker Keeling, Charles Keeling, der diese Kurve angefangen hat zu messen. Und ungefähr Mitte der, das war jetzt dieser Zeitraum, Mitte der 80er Jahre, hat er die ganze Kurve bis dahin veröffentlicht. Und man sieht also, wie das CO2, ja, sagen wir ruhig mal, dramatisch ansteigt. Obwohl es sind ja auch noch ppm. Mhm. Trotzdem im Vergleich ist es also ein rasanter Anstieg gewesen. Und dazu kam dann, dass die Temperatur von 1900, die Lufttemperatur, von 1900 bis 2000 eigentlich dahin auch in der Zeit hier angestiegen ist. Mhm. Und jetzt haben wir schnell zusammengezählt, Anstieg des CO2, wo kommt das her? Anstieg der Temperatur. Näht die gleichen beiden Kurven nebeneinander und sagt, ja, da haben wir es doch. Also das ist das, was wir auf dieser Grafik dann sehen im Endeffekt. Das ist der Anstieg des CO2 genau. Von jetzt aktuell bei 390, BPM. Fast 400 ja. Teile pro Million, ja. Parts per Million. Und was haben wir hier drin noch, diese Fluktuationen? Das ist Jahreszeit. Das ist Jahreszeit. Oder? Da ist da unten rechts in der Ecke nochmal, dass das jahreszeitlich sein soll. Okay, also das kommt durch die Photosynthese, die ja von der Jahreszeit sehr stark abhängt, Sommer, Winter. Aber interessant ist eigentlich die geglättete Kurve, die blaue, wie es doch gern schön angestiegen ist, das CO2. Aha. Und da hat man natürlich, wie ich schon sagte, vorher hatte ich den Schluss gezogen, Kausalzusammenhang, CO2 kommt, weil die Temperaturen steigen und CO2 hängt damit zusammen. Naja, also umgekehrt eigentlich, CO2 steigt und das ist die Ursache dafür, dass die Temperatur steigt. Okay. Das war natürlich vorschnell, voreilig der Schluss. Das war jetzt quasi der Stand, auf den sich die Wissenschaft da so geeinigt hat. Ja. Also wir haben durch den Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen, massiv CO2 in die Luft zu blasen. Und jetzt sehen wir, was passiert ist. CO2 steigt an, Temperatur steigt an. Wenn wir so weitermachen, dann kommt der Kollaps. Dann kommt so hört man es ja die Katastrophe, genau. Ja, dann kommt die Katastrophe. Ja, genau. Ja. Warum dieses Panikgetöse jetzt auf einmal? Ja, da müssten wir jetzt wieder zurückschalten in die Jetztzeit eigentlich, vor diesen 80er Jahren. Ich bin auch später dahinter gekommen. Ja, ja. Warum eigentlich, was steckt dahinter? Warum macht man das? Es war sozusagen ein wissenschaftlicher Irrtum, nenne ich es mal, dieser Schlussfolgerung, die Temperatur steigt, weil CO2 gestiegen ist. Hinterher hat man gemerkt, es ist genau umgekehrt. Ich kann das auch noch mal später ein bisschen an einem anderen Beispiel erläutern. Ja. Aber drauf gesprungen ist man eigentlich, wenn man gemerkt hat, wenn wir, sage ich, die Politik, CO2 reduzierende Techniken installieren, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Das heißt, Innovation, Technik, die Konjunktur wird belebt, das ist, was dahinter steckt. Und da hat man sehr früh erkannt, wenn wir diesen CO2 glauben, wenn wir das den Leuten richtig damit Angst machen, können neue Politik entstehen, die Klimapolitik. Und die sagt, wir brauchen neue Techniken, Innovationen, wie ich sagte, Ankurbelung. Das gibt neue Autos, neue Motoren, besser gesagt. Und das gibt den Aufschwung. Die Politik will immer, dass die Wirtschaft funktioniert und immer besser läuft. Also Steigerung, Wirtschaft muss sich entwickeln. Und das war natürlich ein wunderbares Instrument, zu sagen, mit den CO2-Reduktionstechniken, die wir jetzt installieren, die kommen müssen, per Gesetz sozusagen,
da läuft wieder die Wirtschaft an, Arbeitsplätze und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht der Motor für diese ganze Kampagne, die bis heute ja noch andauert. Also ein monetäres Interesse auch an dem Ganzen? Ja, also für mich ist das ein politischer Hintergrund. Okay. Für viele andere auch, nicht nur für mich, sondern wenn man das durchschaut und sagt, was steckt dahinter, warum wird das gemacht? Warum sagt der Deutsche Wetterdienst immer noch nicht die volle Wahrheit? Das wird alles nur über Fördermittel und es läuft alles unter staatlicher Aufsicht oder Lenkung oder Überwachung. Jetzt müssen wir natürlich erstmal definieren, wovon wir eigentlich sprechen. CO2. CO2 ist ein Spurengas, heißt deswegen Spurengas, weil es nur in ganz geringen Spuren vorkommt. Ja. Die Konzentration aktuell momentan liegt bei nicht ganz 400 Teilen pro Million. Das heißt, von einer Million Luftteilchen ist ein Teilchen, sind 400 Teilchen CO2. Man kann sagen 0,04%. 0,04%. Damit man sieht, in Prozent, wir haben 20% Sauerstoff und ungefähr 80% Stickstoff. Mhm. Und dann kommen die 0,04% CO2. Mhm. Also deswegen Spurengas, völlig richtig. Spurengas, ja. Und jetzt natürlich interessant, die Kampagne, wie sie in den letzten Jahren geführt worden ist, dass man den Menschen suggeriert, dass ein Element oder ein Molekül, das in so geringer Konzentration vorkommt, dafür verantwortlich sein kann, für den katastrophalen Zustand, Überschwemmungen, Meeresspiegelanstieg, Städte werden überflutet und so weiter. Wie hat man das geschafft, den Leuten einzureden, dass CO2 ein Killergas ist? Ich höre auch schon Giftgas in den Nachrichten. Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Also das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein ganz normales Gas. Wir atmen alle hier CO2 aus und die Pflanzen nehmen es auf. Die ganze Flora, Fauna, sage ich mal, Abhängigkeit, dafür spielt das CO2 eine ganz große Rolle. Mhm. Und es ist also ein ganz wichtiges Gas eigentlich. Auch für die Stoffwechselprozesse der Photosynthese. Ganz genau. Essentiell, ja. Zum Beispiel hat man, nur mal hier eingeflochten, gemerkt, dass wenn die Atmosphäre mehr CO2 enthält, in Treibhäusern, also in Gärtner-Treibhäusern, nicht im Treibhaus der Erde, dass CO2-Zugaben das Pflanzenwachstum fördern. Mhm. Das ist längst erwiesen. Also CO2 hat eine positive Wirkung. Okay. Und trotzdem wird es als Gift propagiert. Es gab ja Zeitalter in unserer Weltgeschichte, in denen der CO2-Level um ein Vielfaches höher war. Ich kann den Namen nicht genau nennen von diesen Zeitaltern, Ambrium, Umbrium, wie sie alle heißen, die urzeitlichen Epochen. Da gibt es eben versteinerte Pflanzen mit Blättern, die sind ums Zehnfache größer, wie wir sie heute haben. Ja. Auch die Tierwelt hat sich verändert, würde also bedeuten, CO2 mehr heißt ein Mehr an Wachstum, ein Mehr an Nahrungsmitteln im Endeffekt auch. Ja. Es gibt Biologen oder Botaniker, die sagen, zurzeit diese 400 ppm sind wir an einer sehr unteren, einer sehr tiefen Grenze. Okay. Wenn wir noch mehr CO2 hätten, wäre das für die Pflanzen, für das Pflanzenwachstum sicherlich förderlich. Und wir würden solche üppigen Wälder bekommen, wie sie mal vor langer, langer Zeit im Präkambrium oder Kambrium mal auf der Erde waren. Das könnte wiederkommen, muss ja nicht unbedingt sein. Aber da waren ja auch zweistellige Prozentzahl an CO2 in der Atmosphäre. Mhm. Hatten wir noch nicht so viel Sauerstoff und auch der Stickstoff war noch nicht da. Die Atmosphäre hat sich im Laufe der Jahrmillionen ja auch verändert. Mhm. Zweistellige Prozentzahl? Ja, ja, das ist sehr hoch. Okay. Und auch in letzter Zeit hier, die Keeling-Kurve, die wird ja von vielen kritischen Wissenschaftlern angezweifelt. Die sagen, das ist eine Kurve, der Keeling hat gemessen, aber er hat einen Rechenprozess unterzogen, seine Werte. Und dann kommt da so eine schöne steigende Kurve raus. Mhm. Andere haben gemessen, zum Beispiel Beck, dass das CO2 schon wesentlich höher war, auch vor 50 Jahren. Also in unserer relativ nahen Vergangenheit wesentlich höher war. Und das passt mit Keeling überhaupt nicht überein. Mhm. Wenn ich mir mal alleine vorstelle, dass Vulkane, wie zum Beispiel der Ätna, sehr große Mengen CO2 jedes Mal auspusten bei jeder Eruption. Und der Ätna ist mehrmals im Jahr dran. Mhm. Manchmal fehlt eine Eruption, dann kommt er gleich zweimal oder dreimal im Jahr. Der stößt sehr viel CO2 aus. Wo kann man das an der CO2-Kurve von Keeling sehen? Nicht. Mhm. Sage ich mir doch, da stimmt was nicht. Also die ist, ich sag's mal bösartig, schön gerechnet. Mhm. Ne? Also die Hauptargumentation der Klimakatastrophisten oder Alarmisten, wie man sie auch immer bezeichnen mag, heißt ja, dass der Anstieg an CO2 dafür sorgt, dass quasi die Sonnenstrahlung in der Atmosphäre eingesperrt wird, so wie in einem Treibhaus eben, dadurch sich da immer mehr CO2 wie ein Deckel oben drauf liegt, sich diese Temperatur nicht mehr ins Weltall entleeren kann oder abweichen kann und deswegen unsere Gesamtglobaltemperatur sich immer weiter erhöht. Was muss man von diesem physikalischen Modell halten?
Das ist sehr umstritten, das ist eine interessante Frage. Die kann ich Ihnen so gar nicht hundertprozentig beantworten. Die meisten Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es diesen CO2-Treibhauseffekt wirklich gibt. Mhm. Es gibt aber auch theoretische Meteorologen, theoretische Physiker, Mathematiker. Ich habe dazu auch ein Bildchen hier, die sagen, den Treibhauseffekt kann es gar nicht geben, weil er dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, Falsification of the Atmospheric CO2 Greenhouse Effect within the frame of physics. Und das heißt übersetzt? Er hat das falsifiziert. Es gibt diesen Treibhauseffekt, nicht den CO2-Treibhauseffekt. Ah, okay, verstehe. Ja, ja. Und er hat das also mit mehreren Kollegen, und das können Sie sich vorstellen, was das für, natürlich für eine Reaktion bei den Alarmisten ausgelöst hat. Die sind über den hergefallen. Mhm. Und es gibt auch noch andere Leute hier. Der andere Artikel ist hier, der auch sehr bekannt geworden ist, Greenhouse Gases and Greenhouse Effect. Das ist hier auch, da geht es darum, dass die Erhöhung des CO2 nicht zu einer Erhöhung der Temperatur, sondern Temperatur absenken kann. Mhm. Auch das war natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und diese Arbeiten, sage ich jetzt mal, die existieren, sind von anerkannten Wissenschaftlern. Aber ich muss sagen, dass sehr viele Wissenschaftler jetzt, und dazu gehören auch die Gegner des IPCC, mit Vorsicht daran gehen und sagen, Gott, die Arbeiten gibt es, aber wir wissen nicht so richtig, ob das tatsächlich auch so ist. Das IPCC, das ist der Weltklimarat, ja, der genau. Intergovernmental Panel on Climate Change, ja, also eine UNO-Einrichtung, ja, die mit viel Geld und viel Personal im Endeffekt da die Werbetrommel rührt, seit Jahrzehnten eben schon, ja, über diesen Klimawandel. Warum finden diese Fakten in diesem Gremium kein Gehör? Ist das eine politische Entscheidung? Sie meinen die Fakten, dass es den Treibhauseffekt nicht geben kann? Exakt, die Sie gerade zitiert haben. Ja, die haben das natürlich schon aufmerksam gelesen, aber das wird natürlich an den Rand gedrängt. Nur keine Unruhe hier im Lager. Wir müssen alle dem Mainstream folgen, und der Mainstream heißt, CO2 erhöht die Temperatur. Mhm. So, und deswegen wird das an den Rand gedrängt und eigentlich gar nicht erwähnt. Die gehen denen da gar nicht Stellung dazu. Mhm. Es gibt einige Leute, die haben sich kritisch auseinandergesetzt hier mit Scheuschner und mit Gerlich. Aber ich muss sagen, ich halte mich da auch raus. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob es den Treibhauseffekt gibt oder nicht. Wenn es ihn gibt, sage ich, dann ist er sehr klein und im Prozentbereich oder sagen wir mal andersrum, 1 Grad Celsius bei Verdopplung des CO2-Gehaltes ist vernachlässigbar. Mhm. Also das ist so wenig. Und das IPCC hat teilweise gesagt 4 bis 6 Grad. Und dieses Potsdamer Institut, was sich ja auch sehr stark macht, die sagen sogar noch mehr. IPCC hätte untertrieben. Also die gehen von mehr als 4, 6, 7 Grad aus. Erhöhung bei Verdoppelung des CO2-Gehaltes. Also das ist eine sehr strittige Sache. Es gibt da einen Herrn Professor Schellenhuber, den ich schon mehrfach gelesen habe, ja, taucht auch immer wieder in den Medien auf. Der hat also auch mehrfach schon gesagt, dass also die wissenschaftliche Debatte schon lange beendet ist. Die Daten liegen auf dem Tisch, die Fakten sind klar. Wer jetzt immer noch dagegen ist, ist quasi mit Schuld dran an der Katastrophe, in die wir so hineinschlittern. Wie kommt er zu so einer Aussage? Ja, das muss er ja sagen, er wird dafür bezahlt. Mhm. Diese Institution, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist ja eingesetzt worden von unserer Regierung. Und Herr Schellnuber war oder ist es immer noch, weiß ich nicht, der Klimaberater der Kanzlerin. Mhm. Der kann natürlich nichts anderes sagen. Das ist natürlich sein Job. Und er versucht, diesen Stand oder diese Informationen, ganz schlimm, die Klimakatastrophe, CO2 ist also ein giftiges Gas, das versucht er natürlich auszuarbeiten. Umso mehr hält er den Politikern sozusagen, das, was sie wollen, bringt er ihnen. Und natürlich die Finanzierung. Das steht quasi in seinem Arbeitsvertrag drin. Ja, ja, ganz genau. In der Stellenbeschreibung schon. Ja. Das Institut heißt auch für Klimafolgenforschung. Ja, ja, ja. Okay. Klar. Also wird er kaum an dem Ast sägen, auf dem er sitzt. Ja, ganz genau. Mhm. Weil schlau genug wäre er bestimmt, sonst wäre er nicht an dem Posten. Also ich habe Informationen, dass man beim PIC, die Leute, ich habe mit einem oder mit zwei ein bisschen näheren Kontakt. PIC, das ist was? Institut für Klimafolgenforschung. Das ist, wo der, ja, okay, genau, wo der Schellenhuber der Chef ist. Und der Rahmstorff ist auch da einer, seiner engsten Mitarbeiter. Dass man da sehr genau weiß, was eigentlich läuft. Mhm. Aber dass man eben die Politik im Rücken hat, die schiebt mit vielen Scheinen das Ganze voran. Mhm. Das wissen die. Also das sickert auch irgendwo mal durch.
Aber es wird natürlich nach außen immer noch so getan, als wäre das ein großes Problem. Ich möchte nachher nochmal auf die politischen Implikationen und die ganzen Folgen ein bisschen kommen. Mich interessiert vielmehr noch ein bisschen so der Ist-Zustand von dieser ganzen CO2-Debatte. Angeblich hat sich eben die Temperatur erhöht, weil in den letzten 150 Jahren wir so viel CO2 ausgestoßen haben. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann hat sich zwar das CO2 leicht erhöht in den letzten Jahren, aber seit 15 Jahren ungefähr finden wir eine Stagnation, teilweise sogar Absinkung der weltweiten Temperaturen. Ganz genau. Das ist ja genau das Gegenteil jetzt von dem, was uns die Alarmisten die ganze Zeit sagen. Ja, genau. Das ist auch sehr unbequem für die Alarmisten. Ja. Sogar der United Kingdom Met Office, das Met Office, also das ist der Wetterdienst in Großbritannien, die haben vor ein paar Jahren zugegeben, ja, die Temperaturen sinken. Aber kommentarlos. Mhm. Also, ja, es stimmt. Das kann man nicht verleugnen. Das ist ja offensichtlich. Viel ich habe eine Schlagzeile gehört, es wird jetzt kalt, weil es warm wird. Ja. Also es war irgendwie so widersprüchlich in sich. Also man hat diese sinkenden Temperaturen damit erklärt, dass es weltweit insgesamt einfach wärmer wird. Ja, passen Sie auf, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und die Argumente erschlagen mich, dann sage ich auch, das ist ein Zeichen der Erwärmung. Okay. Das war ja das Schöne. Vor ein paar Jahren kam dann raus die Schlagzeile, die Zeitungen vereinfachen das ja immer und sagen, es wird kühler oder die Winter werden kühler. Es war ja viel Schnee gehabt den letzten Winter. Nicht den letzten, aber davor die Winter. Es wird kühler, weil es wärmer wird. Mhm. Und da müsste eigentlich jeder sagen, Moment mal, langsam, wie soll ich das verstehen? Mhm. Es gibt eine Grafik, die sagt oder die zeigt im Endeffekt den Verlauf der Temperaturen so die letzten Jahrtausende an. Und man sieht, dass die Temperatur auf der Erde nicht wie so ein Thermostat einfach mal irgendwann auf 15 Grad festgestellt worden ist, sondern die fluktuiert. Und es gibt verschiedene Höhen und verschiedene andere Zyklen. Jetzt gibt es ja diese berühmte Hockeystick-Kurve vom IPCC, vom Weltklimarat. Und diese Hockeystick-Kurve wird deswegen so bezeichnet, weil sie ausschaut wie ein Hockeyschläger, mehr oder weniger Jahrtausende lang gleichbleibend und am Schluss steigt sie hoch wie so ein Hockeyschläger halt geformt ist. Mhm. Was interessant dabei ist, dass die mittelalterliche Warmzeit oder auch ein gewisses Klimaoptimum von vor Jahrtausenden, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau vor Augen, dass die einfach weggerechnet werden oder ausgeblendet worden sind. Richtig, ja? Genau das. Das ist eigentlich Betrug im Endeffekt. Natürlich, es gibt an vielen Stellen solche Forschungen oder Veröffentlichungen, die in Richtung Betrug gehen. Mhm. Erstmal darauf zu antworten, es gibt noch ein anderes Beispiel für Betrug. Tatsächlich hat man diese Kurve, es gibt ja ältere Kurven, zum Beispiel der Meteorologe Schönwiese inzwischen auch im Ruhestand in Frankfurt, der hat eine Kurve gezeigt, wo wirklich dieses Optimum, Klimaoptimum um 1200 rum, das war so die Zeit der Gotik bei uns, wo es wirklich warm war und dann wird es wieder kühler. Und ich will es nur ganz abkürzen, dann gab es im 17. Jahrhundert die kleine Eiszeit. So, und das wurde alles wegretuschiert. Mhm. Es wurde also dem Zuschauer vermittelt, als wäre das Klima eine Art stabiler Zustand. Mhm. Und jetzt kommt der böse Mensch, jetzt CO2 geht hoch und jetzt die Temperatur hoch. Das ist, wenn Sie so wollen, Betrug. Die mittelalterliche Warmzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, Grönland heißt auf Englisch Greenland. Ja. Deshalb, weil zu der damaligen Zeit Ackerbau und Viehzucht in Grönland möglich war. Und erst später dann mit der Temperaturabkühlung im Endeffekt dann das wieder eingestellt worden ist. Ja, aber aufpassen. Also mit Greenland und Grönland und Ackerbau ist richtig. Aber nur in den Küstenbereichen. Ja, ja, klar. Das Kernland von Grönland war schon immer von Eis bedeckt. Ja, deswegen gibt es ja die uralten Eisbohrkerne. Mhm. Und an der Randzone sind die Wikinger, sind da gelandet und haben da Ackerbau betrieben. Ganz richtig. Okay, also Grönland war nicht komplett eisfrei, aber es waren viel einfachere Bedingungen wie heutzutage. Das war vielleicht ein Randstreifen von 100 Kilometern, ich weiß es nicht. So ungefähr schätzt sich das. Der war, aufgrund der Temperatur war es möglich, da Ackerbau zu betreiben. Also überhaupt kein Eis. Und von dieser kleinen Eiszeit, die wir erlebt haben, von vor 150, 200 Jahren ungefähr oder vor 300 Jahren, von dem, was Sie gerade gesprochen haben, da wissen wir deshalb davon, weil es Berichte gibt in Form von Gemälden und Bildern, dass die Themse regelmäßig zugefroren ist, dass es da also wirklich sehr, sehr viele Hungerwinter gab. Viele Menschen sind gestorben an Mangelerscheinungen, hatten nichts mehr zu essen. Die damalige Situation war natürlich nicht so einfach. Also die Temperatur fluktuiert. Ja, ständig. Es gibt keinen Thermostat. Nein, ständig. Ja. Ein ständiges Auf und Ab. Und die Folgen von dieser Temperaturveränderung sind dann eben auch die Folgen in der CO2-Veränderung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich würde das
ein bisschen relativieren. Wenn man da auf eine ganz große Skala zurückgeht, die letzten Eiszeiten, mehrere. Also 100.000 Jahre. Und ja, so. 400.000 Jahre so ungefähr zurückgeht, dann kann man die Eiszeit natürlich sehr schön an der Temperatur erkennen und sieht, dass die CO2-Kurve sozusagen immer parallel läuft. Und da hat man sofort gesagt, die Alarmisten, da bitte. Ist mir auch vorgeworfen worden, ich würde das verharmlosen. Da wäre doch der Beweis, die Eisbockkerne zeigen doch, dass CO2 und Temperatur in ganz engem Zusammenhang stehen. Das war um 2000 rum. Und dann ein paar Jahre später, nur wenige Jahre später, kamen dann neue Untersuchungen, die haben gezeigt, dass zwischen den zwei Kurven so eine kleine, ich nenne es mal Phasenverschiebung besteht, von 800 Jahren. Die erste Skala auf der X-Skala hat es gar nicht ausgelöst. Wenn Sie da 400.000 Jahre haben, dann sehen Sie keine 800 Jahre. Ne? Ja, ja, ja. Aber wenn man das gerne mal auflöst und genauer untersucht, dann sieht man da die Unterschiede. Ne? Dass zunächst mal die Temperatur steigt und das CO2 hinterherläuft. Genau. Also genau das Umgekehrte. Das ist genau die Schlüsselszene in dem Film von Al Gore, ja, wie er mit dieser großen Grafik, auch 400.000 Jahre in diesem Riesenmaßstab, im Endeffekt zeigt, ja, beide Kurven gleich, der Beweis liegt vorhand. Ja. Und wenn man es genau anschaut und aufzieht, die Kurve, dann sieht man zuerst die Temperatur und dann das CO2. Genau. Was ist der Grund für diese paar Jahrhunderte Unterschied da? Ja, da ist, das hat man lange gerätselt. Ich habe dann eine, sag ich mal, eine Überlegung angestellt und jetzt inzwischen finde ich auch bei anderen Autoren. Man hat mir gesagt, wenn ich diese Kurve sehe, das ist doch beträchtlich, was da an CO2 da ist und die Erwärmung. Wenn Sie denken, zwischen Eiszeiten und Kaltzeiten waren doch ganz schöne Unterschiede in der Temperatur und auch ganz schöne Unterschiede im CO2-Gehalt. Warum hängen die so eng zusammen? Und es gibt eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Das Wasser der Ozeane kann, wenn es warm ist, oder gibt automatisch, wenn es warm ist, CO2 ab. Denn das CO2 ist im Wasser gebunden, gelöst, ne? Wie man in der Chemie sagt. Und wird es kälter, wieder in die nächste Eiszeit, dann kann das CO2 wieder aus der Atmosphäre ins Wasser eindringen und geht in Lösung, wie man so schön sagt. Ah, ja. Dann, das hält sich so immer in den Ozeanen auf, bei Kälte, in der Kaltzeit, und kommt in der Warmzeit wieder raus. Und dieses Spiel geht ganz langsam. Und deswegen kann man auch gut die 800 Jahre Verzögerung verstehen. Ah, ich verstehe. Die Weltmeere, das reagiert natürlich alles ganz langsam. Wir sind ja ein Wasserplanet im Endeffekt. 78% der Weltoberfläche ist Wasser und 90% aller Weltmeere sind tiefer wie 3000 Meter. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Und das bedeutet natürlich eine riesige Menge an Wasser. Ja. Und das CO2 löst sich oder wird gebunden, je nachdem, welche Temperatur ganz damit genau einhergeht. Ja. Und das ist auch der Grund, sage ich mal, warum es das fortsetzt bis heute. Denn jetzt nach der kleinen Eiszeit und nach der großen Eiszeit, vor 10.000 Jahren ging die letzte Weichsel-Eiszeit zu Ende. In Bayern ist es die Würmeiszeit. Wir sagen hier Weichsel-Eiszeit, die ging zu Ende, seitdem wurde es wärmer. Bis auf die kleinen Kapriolen, kleine Eiszeit, und dann wurde es aber wieder wärmer. Wenn man von einer Eiszeit in eine Warmzeit kommt, wird es insgesamt natürlich wärmer. Ja, ja. Also Gas CO2 aus den Ozeanen aus und das CO2 kommt in die Atmosphäre. Dass wir da was dazu tun, will ich nicht abstreiten. Die Frage ist nur, wie viel ist das? Ich glaube, dass es sehr viel CO2 ist, was da ausgast. Denn wenn die Kurven zeigen das ja, der Eisbohrenkerne, wie viel CO2 dann in die Atmosphäre kam. Und in der Kaltzeit ist es wieder in den Ozean verschwunden. Das ist eine ganze Menge. Und da es immer noch warm wird, jetzt im Moment sind wir ja wahrscheinlich auf dem Höhepunkt einer Warmzeit, sodass sehr viel CO2 jetzt aus den Ozeanen in die Atmosphäre gelangt ist. Und wenn eine Eiszeit kommen sollte, wird sich das ganze Spiel da andersrum abspielen. Aber immer, es läuft hinterher, das CO2 wackelt hinterher, sag ich mal, weil es natürlich sehr träge ist, diese Ausgasung und diese Lösung. Sie haben gerade ein Stichwort genannt, Eisbohrkerne. Ja. Viele können da vielleicht nichts mit anfangen. Eisbohrkerne sind Proben, die man aus Jahrtausende altem Eis nimmt und dann Rückschlüsse zieht auf den Gehalt der Atmosphäre. Ist das richtig? Den CO2-Gehalt, ja, ganz genau. Oder auch die Zusammensetzung der Atmosphäre, ganz allgemein. Das heißt, in diesen Bohrkernen, die man extrahiert aus dem Eis, man bohrt erstmal tief runter und macht dann noch so eine Kernbohrung raus und man macht eine Datierung, wann war das, und kann dann genau sagen, okay, damals gab es so und so viel von dem Element in den. Und dann untersucht man, wie viel CO2 war zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit da drin. Die Temperatur kennt man auch aus anderen Methoden und dann vergleicht man das eine mit dem anderen. Okay. Nur, dass die Methode hatte einen großen Fehler, der lange verschwiegen wurde, vielleicht war auch nicht bekannt. Denn wenn CO2 gebunden wird in Eis, in den großen Eismassen, Grönland oder Antarktis, dann bleibt das, muss es nicht vor Ort bleiben im Eis, sondern es kann diffundieren.
rausdiffundieren, in das Eis, in die Umgebung. Ob also das, was man im Bohrkern findet, das CO2, wirklich der tatsächliche ursprüngliche CO2-Gehalt war, da muss man noch ein Fragezeichen hintermachen, weil es eben ins Eis auch diffundieren kann. Jetzt haben wir natürlich erstmal festgestellt, okay, die Henne war zuerst da und nicht das Ei. Ja, wir haben also Al Gore wieder auf die Füße gestellt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn dann die Ursache für den Anstieg der globalen Temperatur? Halten Sie die Sonne für einen möglichen Faktor? Ja, also mit Sicherheit glaube ich, dass die Sonnenaktivität, das ist auch von verschiedenen Studien schon nachgewiesen worden oder nachvollzogen worden, zum Beispiel in Berlin am Meteorologischen Institut. Der Vorgänger des jetzigen Institutsleiters, der hat da immer noch Veröffentlichungen hervorgebracht, die zeigen, dass tatsächlich das CO2 oder sagen wir mal die Temperatur steigt aufgrund der Sonnenaktivität. Man kann die Sonnenaktivität, habe ich selber übrigens auch mal früher gemacht, die Sonnenaktivität läuft ja in Zyklen ab, in elfjährigen Zyklen und darüber geordnet ist ein 80-jähriger Zyklus. Und jetzt schaut man mal, wie ist das mit der Temperatur? Und ich habe eine Methode angewandt damals, in meiner Doktorarbeit war das übrigens, wo ich, sag ich mal, heute sehe ich das so, einen ungünstigen Zeitabschnitte hatte. Wenn ich also größere Zeiträume genommen hätte, nicht immer 10 Jahresabstände, dann wäre ich vielleicht auch dahinter gekommen. So habe ich das zerlegt in kleine Dekaden, mit dem Vorteil, dass die Dekaden homogen sind in sich. Wenn ich zur nächsten Dekade gehe, kann da sein, dass ein Temperatursprung drin ist, weil die Station verlegt wurde, die Daten wurden korrigiert und so weiter. Okay. Aber es zeigte sich trotzdem bei mir auch schon, dass es in den Tropen einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Sonnenaktivität gibt. Habe ich viele Sonnenflecken, dann wird es wärmer, ist die Sonne ruhig, die ruhige Sonne von Warnhold, ehrlich daran, dann gehen die Temperaturen runter. Das ist ein Faktor, der da mitspielt. Der andere ist, außer, sage ich mal, irdisch oder extraterrestrisch, noch über das Sonnensystem hinausgehend, dass wir einfach diese großen Eiszeiten nicht alle mit Sonnenaktivität erklären können, sondern gibt es andere Steuerungsmechanismen, zum Beispiel Erdbahnelemente. Das hat Milankovic vor vielen Jahren schon mal behauptet. Der wurde am Anfang, wie das oft ist, verworfen. Nach 50 Jahren hat man wieder ausgeräumt. Ich sagte, man hatte doch recht. Also da sind noch andere Zyklen dabei. Aber die Sonnenaktivität ist auch ein Faktor, der die Temperatur bestimmen kann auf der Erdoberfläche. Es gibt da ein ganz interessantes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ich habe auf der NASA-Homepage einen Artikel entdeckt, warum die Sonne tolle Töne macht. Why the sun makes beautiful noise. Und es ging darum, dass in der Zeit von Stradivari, als der seine Geigen gebaut hat, es eine sehr geringe Sonnenaktivität gab und daraufhin sich relativ lange Zeit harte Winter eingestellt haben. Also es war relativ lange kühl und dadurch natürlich die Bäume in diesen harten, kalten Zeiten nicht so stark gewachsen sind. Und jetzt hat man festgestellt, dass bei den Geigen, die Stradivari gebaut hat, die Ringe, die Baumringe so eng aneinander lagen und dass das eines der Geheimnisse war, die Stradivari zum besten Geigenbauer der Welt gemacht haben. Also diese kleine Eiszeit, von der wir gerade gesprochen haben, fiel zufällig in die Lebenszeit von Stradivari und er hatte natürlich auch das perfekte Holz für seine Resonanzböden da. Also hier ein kleines Beispiel dafür, wie die Sonne, die Aktivität der Sonne und speziell die Aktivität der Sonnenflecken, wenn man die damals schon gezählt hatte, dass die korreliert mit den Baumringen von damals. Ja. Das heißt also, wenn jetzt einer genauso genial wäre wie Stradivari, der könnte die Geigen gar nicht gut bauen, weil er das Holz gar nicht hätte, weil das Holz andere Jahresringe hat. Ja, das kann ich nicht bestätigen, aber eins ist ganz sicher, dass man an Zahl der Baumringe, sind die groß, breit, folgen viele oder wenige aufeinander, hat auf jeden Fall mit der Temperatur zu tun. Das ist ganz sicher. Ganz klar. Mir fällt jetzt gerade ein Mensch ein, der in dieser ganzen Klimapolitik eine große Rolle spielt. Das ist der Rajendra Pachauri. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch Chef ist vom IPCC. Er war es auf jeden Fall viele Jahre lang. Wie kommt denn ein Eisenbahningenieur in die Position eines Weltklimawissenschaftlers? Tja. Wird man da hineingelobt? Oder? Also wie das politisch gelaufen ist. Also alles, was in der Politik ist, sage ich mal, ist mir schleierhaft. Und ich denke, dass in dem Weltklimarat IPCC sehr viele Wissenschaftler auch sitzen, ich könnte ihn ja auch als Wissenschaftler bezeichnen, aber die keine Klimatologen sind, sondern Betriebswirte, Volkswirte, Sozialwissenschaftler, Psychologen, Sozialpsychologen, solche Leute sitzen da. Und wenn sie Glück haben, sitzt mal über eine Zeit lang, ändert sich die Zusammensetzung des Personals. Wenn sie Glück haben, war mal ein Deutscher dabei, wirklich einer, der vom Klima was verstand.
Und manchmal ist einer dabei oder zwei, das war es auch schon, von 30 Leuten zwei Klimatologen. Mhm. Und dann sieht man doch deutlich, wenn man mit offenen Augen das anschaut, was die eigentlich wollen. Und es gibt viele, die beim IPCC waren und davon wieder zurückgekehrt sind. Nils Axel Mörner zum Beispiel nach Schweden zurückgekehrt und sagt, ich kann das nicht verstehen, was die da machen. Der hat sich das angesehen, er wollte ein Team von 30 Wissenschaftlern, die über Meeresspiegel sich auskennen. Und er sagte, als ich da hinkam, saßen da lauter Laien. Und ich war der Einzige, was soll ich mit denen machen über den Meeresspiegel, über die Meeresspiegelschwankungen was forschen. Ne? Ja, ja. War gar nicht möglich, weil er das qualifizierte Personal gar nicht hatte. Wobei das ja auch ein Thema ist, was sehr umstritten ist. Oft ist es gar nicht Meeresspiegelanstieg, sondern Erdabsinkung, also quasi, dass das Erdreich oder die Landmassen absinken. Das ist auch eine ziemlich umstrittene Wissenschaft. Auch, wird natürlich auch immer mit diesen Bildern gespielt, dass es irgendwelche Südstaaten gibt, nicht Südstaaten, Südseestaaten, Tuvalu und wie sie alle heißen, diese kleine Insel, die gerade mal einen halben Meter über Meeresspiegel liegen, dass die quasi jetzt untergehen. Ja, gerade ein ganz aktuelles Beispiel, letztes Jahr oder dieses Jahr gefunden, wo auf einer Insel ein großer Sturm war. Und dieser Sturm wurde natürlich mit dem Klimawandel belegt oder erklärt und die Bewohner mussten ihre Insel verlassen oder ihr Dorf verlassen, weil jetzt das Wasser ansteigt. Mhm. Es war aber nur ein Sturm und die sind einfach auf die andere Straßenseite gezogen. Ja. Das hat aber niemand gezeigt, nur die Panikschlagzeile blieb zurück, Insel versinkt im Meer. Ja. Ja. Also da muss doch jemand ein vitales Interesse dran haben, dass diese Panik permanent hochgehoben wird. Ja. Ist es dann wieder die Industrie? Ja, ich glaube eher, dass die Politik immer wieder dahinter steckt. Die dann die Industrie anstachelt, nun erfindet mal was Neues, lasst euch mal was einfallen, damit wir weniger CO2 emittieren. Mhm. Und die Verantwortung, die Fäden in der Hand, hält meiner Meinung nach die Politik. Und die anderen sind ausführende Organe. Und die Berichterstattung, die da läuft, möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern, wie das funktioniert. Mhm. Ich habe da eine Vermutung, aber die werde ich noch zurückhalten vielleicht. Mhm. Ich habe nur selbst miterlebt, durch Zufall sehe ich im ZDF diese Sendung der Karolineninsel. Das ist sowas Ähnliches, wie Sie gerade geschildert haben. Mhm. Kamerateam hingefahren und hat Filmaufnahmen gemacht, die Leute interviewt. Und da sagte der, ja, vor 10 Jahren war das noch ganz anders, war das Wasser viel tiefer. Jetzt steht das bis hier bereits. Ne? Wenn das so weitergeht, werden wir untergehen. Ja, das war die Meldung im ZDF. Dann habe ich mal nachgeguckt, habe mal eine plattentektonische Karte der Erde und speziell von diesem Raum mal angeschaut. Und da sehen Sie, dass da Plattengrenzen sind. Überall gibt es ja Plattengrenzen. Ja, ja. Und diese Platten bewegen sich ja nicht nur so, sondern auch so vertikal und so weiter. Und dann ist es so, dass die Karolineninseln, ein Teil davon ist auf einer Platte, die sich im Vergleich zur anderen Platte absenkt. Wo sind ob die nun die wirklich sinkt oder die andere steigt, ist ja egal. Wo sind die Inseln, Karolineninseln, dass ich das im Kopf habe irgendwie? Das ist ja, in der Südsee eigentlich. Südsee auch, ja. Da, ja, ja, okay. Genau. Also das ist Tuvalu und so, das ist alles sein im gleichen Raum Pazifik. Und das Interessante ist jetzt, was aber das ZDF nicht gesagt hat, dass eben die Plattendifferenzen einen scheinbaren Anstieg des Meeresspiegels verursachen. Mhm. Das habe ich denen da mal geschrieben. Ja, da habe ich mal eine Antwort bekommen. Aber das war also nichtssagend. Ich habe dann gleich, bin ich dann gleich zum Intendanten weitergereicht worden. Und der sagte, ja, diese Recherchen werden aber richtig, aber nur unvollständig. Ne, also eine halbe Wahrheit kann auch völlig daneben liegen. Mhm. Der Rest fehlte nämlich, dass die Tektonik da eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Also bewusste Unterschlagung von gewissen Fakten, die eben ein ganz anderes Bild geben würden. Also ob es bewusst ist, den Verdacht könnte man haben, oder einfach schlecht recherchiert. Kann auch noch sein. Kann auch passieren, ja. Ne, man weiß nicht, ob schlechter Journalismus oder eine Absicht dahinter steckt. Jedenfalls, es war nicht vollständig. Also bei dem ganzen Alarmismus fällt es mir eigentlich schwer, dass da ein Fehler in der Recherche drin steckt. Ja. Gerade die letzten Jahre wird ja alles, was in Richtung Energiewende, alternative Energien, wird natürlich massiv gefördert. Wir sehen es an der Windkraft, wir sehen es an der Solarkraft. Wenn man es genau umrechnet, ist es auch eine Fehlrechnung von dem Ganzen. Die ganzen Folgekosten der Windtechnik und so weiter, das müssen wir jetzt gar nicht aufdröseln. Aber ein Beispiel, was mir da wirklich echt sauer aufstößt, ist die geplante Endlagerung von CO2 in Kavernen, in Hohlräumen in der Erde. Ja, die Bundesregierung hat vor ein paar Jahren 60 Millionen Euro Steuergelder für Forschungsprojekte finanziert, um Möglichkeiten zu ergründen, wie man denn ein lebenswichtiges Element, ein Spurengas, das in der Atmosphäre vorkommt, das für uns wichtig ist, entlagern kann, wie wenn man in der Asse die Atommüllreste entlagert. Aber da sehen Sie dahinter, wenn man weiter dahinter schaut,
Im Endeffekt steckt da wieder hinter Forschungsprojekte, ja. Forschungsgelder. Und wenn das gelaufen ist, dann kommt die Einlagerung, da fließt wieder Geld, ja. Arbeitsplätze. Industrie, ja, es läuft Firma, immer auf ja. den gleichen Faktor zurück. Die Politik will eben die Wirtschaft ankurbeln mit allen Mitteln. Mhm. Ich habe mal gesagt, vor einiger Zeit, es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt stimmt mit dem CO2 oder nicht. Hauptsache, wir haben ein Instrument in der Hand, was uns, unsere politische Denkweise, mehr Beschäftigung, mhm. Wirtschaftskraft und so weiter voranbringt. Ob das die Gründe, die dahinter stecken, interessiert doch den Politiker mhm. gar nicht. Das mhm. ist jetzt hart gesagt, aber ich habe fast den Eindruck, so ist es. Jetzt eine spekulative Frage. Zum einen haben wir natürlich wirtschaftliche Interessen, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, so nach dem Motto, man schiebt Industrien an, da wird eine Firma gebaut, da wird eine Industrie aufgebaut und so weiter. Glauben Sie, dass das Instrument der Klimapanik vielleicht auch für die Kontrolle der Menschen eingesetzt werden kann? Weil mit Angst und Schreckensszenarien kann man natürlich ganz andere Dinge durchsetzen wie mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, natürlich. Halten Sie es für möglich, dass das unsere Politik so denkt, dass man mit diesen Schreckensszenarien auch ja. Politik voranbringen möchte? Ich habe in einigen meiner Vorträge auch eine Folie gebracht. Angst ist ein Machtinstrument. Mhm. Und genau das ist es nämlich. Mhm. Wenn ich die Leute schön niedrig halten will, in Angst mache, dann kommt auch kein Widerspruch, kein Widerstand gegen CO2-Steuern. Ja, das muss ja sein. Wenn es wärmer wird, muss er mhm. verhindert werden. So kriegen sie natürlich die Leute, sag ich mal, verbogen, dass keiner mehr Widerstand leistet. Das ist in der Tat ein Machtinstrument. Mhm. Was können wir denn den Menschen jetzt mitgeben, unseren Zuschauern, wenn wir jetzt feststellen, okay, diese ganze wissenschaftliche Debatte, die ist wohl doch nicht so beendet. Es gibt da schon noch Nachholbedarf. Was kann sich jetzt der Otto-Normalverbraucher mit diesen Informationen anfangen? Einfach keine Klimasteuer mehr zahlen, zum Beispiel beim Zugticket kann ich einen Haken ankreuzen, wollen Sie klimaneutral reisen, spenden Sie 50 Cent, dann können Sie in den Klimatopf fahren. Oder es gibt Fluggesellschaften, die bieten das an, wenn man einen gewissen Aufpreis zahlt, dann wird das in klimafördernde Projekte gesteckt, also zur CO2-Reduzierung. Das ist doch alles sinnlos dann im Endeffekt, alle Maßnahmen, die zur CO2-Reduzierung führen. Ich glaube, die Freiheit der Wahl haben wir gar nicht. Es gibt, per Gesetz wird geregelt und damit ist gut. In Bayern oder ich glaube, es war Bayern, da wollte man den Klimaschutz ins Grundgesetz bringen. Stellen Sie mal vor, was das. Ne? Und in den Schulen gibt es bereits jede Menge Broschüren. Natürlich werden die alle, ne? Ja. Die Richtung der Lehrer wird auch gelenkt und die Schüler will man schon auf eine bestimmte Schiene bringen. Eine gewisse Indoktrination, dafür genau, kann ich schon sprechen. Genau, wenn, die Eltern erziehen, Papa, du musst jetzt hier andere Lampen einbauen und so weiter. Genau, das ist ganz schlimm. Aber es hat Ausmaße erreicht, die eigentlich furchtbar sind. Das ist ja auch eins der besten Beispiele dafür, wie schizophren diese Entwicklung ist. Man nimmt die normalen Glühbirnen, die eigentlich relativ einfach und gut herzustellen sind, und ersetzt die mit einer komplizierten, teuren und auch noch hochgiftigen Technik, genau. Den Neonröhren. Also da muss doch jedem eigentlich klar werden, wie falsch diese Entwicklung ist. Ja. Oder diese Sparlampen, wo ja Quecksilber drin enthalten ist. Ne? Die EU hat von Anfang an gesagt, Quecksilber sind Gift, muss aus der Umwelt raus. Ja. Und bei den Lampen, da wurde es plötzlich zugelassen. Jetzt kann ich nirgendwo mehr normale Glühlampen kaufen. Das kann da ein normaler Mensch mehr verstehen. Obwohl witzigerweise die ganz normale alte Glühbirne auch einen gewissen Beitrag im Haus geleistet hat zur Hitze, zur Wärme. Wenn man hat nachgerechnet, die Häuser, die alle nur noch Energiesparlampen haben, müssen einen gewissen Prozentsatz jetzt wieder mehr heizen, den sie sich durch den Strom eingespart haben. Ja, ob das so ist, nachrechnen, weiß ich nicht. Ob das immer stimmt, nee. Aber mit Sicherheit eine Glühlampe, ganz normale Glühlampe, 100 Watt, eine ganz schöne Wärmeleistung. Wenn sie die anmachen und haben mehrere davon, da können sie sicherlich den Raum damit aufheizen. Übrigens, wir Menschen haben auch alle einen Aufstand von 100 Watt. Mhm. Also im Vergleich mit einer 100 Watt Birne. Okay. Wenn sie viele Menschen in einen Raum reinbringen, dann wird es auch warm, weil jeder 100 Watt abstrahlt. Mhm. So ist es mit der Glühlampe genauso. Und bei den Energiesparlampen ist es natürlich weniger. Vielleicht nur noch ein Drittel oder ein Viertel oder vielleicht noch mehr. Also es wird aber auch Wärme dabei entstehen. Es gibt etwas kalte Licht, ist immer noch Nobelpreisfähig. Die Natur kann das mit kleinen Tieren. Ne? Ohne Wärme entsteht, machen die Licht. Aber wenn der Mensch technisch Licht erzeugen will, wird es immer irgendwie mit Wärme verbunden sein. Okay. So, dann letzte Frage zum Schluss. Wo geht es denn jetzt hin, unser Klima? Also wir haben festgestellt, es gibt eine gewisse Tendenz in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir so einen Temperaturanstieg, Abschwung jetzt erleben. Glauben Sie, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt? Und was würde das dann bedeuten, wenn es jetzt doch kälter wird? Ja?
Ja, und das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ja. Aber ich will Ihnen sagen, wie ich darüber denke. Wir hatten von 1940 bis 1970, also 30 Jahre lang, schon eine Phase, wo es auch kühler wurde. Und dann wurde es von 1970 an wieder wärmer. Dann ging also die Erwärmung der Eiszeit wieder ein Stück weiter. Und dieses Pendeln, dieses Zurückgehen, wieder ansteigen, jetzt geht es wieder zurück, vielleicht steigt es wieder ein bisschen an, das sind, wie wie Paläoklimatologen, also Geologen sagen, können Anzeichen sein für den Wechsel zwischen Warmzeit und Kaltzeit. Jedenfalls in Vergangenheit war das so, dass das anfängt so zu flackern, sage ich mal. Naja, das bezieht sich aber auf 30, 50 Jahre. Und das sind so Anzeichen, dass das Ganze kippen könnte. Und es könnte tatsächlich, wie manche behaupten, die nächste Eiszeit vor der Tür stehen. Mhm. Vor der Tür heißt 100 Jahre, okay. 500 Jahre. Okay, okay. Man muss also in anderen Maßstäben denken. Natürlich. Ja. Ja, ja. Keine Zeit für Alarmismus. Einfach mal einen Gang zurückschalten und das Thema von einer ganz anderen Seite betrachten. Also ich denke, die Leute sollten, um den Tipp zu geben, sich nicht nur in den Mainstream-Medien erkundigen, was läuft, was da Sache ist, sondern einfach mal im Internet schauen. Es gibt so viele gute und bekannte Wissenschaftler, die da ihre Meinung frei äußern können. Mhm. Und das ist eine ohne Kontrolle, Gott sei Dank noch. Ja, ja. Türkei war jetzt vielleicht eine Ausnahme, wo das kontrolliert wird, das Internet. Aber da kann man immer noch was reinbringen, seine Meinung, die in den Medien nicht gedruckt würde. Also mein Artikel, den ich hier mal im letzten meinen Aussatz hier, die Klimakatastrophe von 1986 und was daraus wurde, ich habe es versucht, keine deutsche Fachzeitschrift hat den gedruckt. Mhm. Auch die Geografen nicht. Mhm. Und da gibt es einen Bereich, kritische Geografen nennen die sich, da habt ihr was ganz Kritisches. Mhm. Keine Antwort. Wenn man, ich sage, wo es Fördergelder gibt, läuft die Sache anders. Also müssen wir andere Medienkanäle, andere Informationskanäle wählen. Genau. Deswegen sind wir ja hier. Genau. Deswegen machen wir das. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Ich bin weiter an dem Thema dran und ich wünsche Ihnen in Ihrem Unruhestand wünsche ich alles Gute, weiterhin eine tolle Zeit. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank. Eine weitere Ausgabe von Steinzeit TV und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinschauen. Alles Gute.